Zeit. Und ich kann fliegen. Wuhu! Hui! Hilfe! Hilfe! Bucky will nur spielen. Er beißt nicht. Schaff das Ding hier weg! Lassen Sie diese Frau in Ruhe, Mister! Wie auch immer. Vielen Dank, ihr Superhelden. Wem kann ich dafür danken? Wie heißt ihr denn? Ich bin Sie nicht verraten. Wir sind die maskierten Superhelden. Und wir haben geheime Persönlichkeiten. Gebt die Pokale zurück. Aber in der Schule habe ich nie Pokale gewonnen. Ja, jetzt bin ich ganz offiziell der weltbeste Balletttänzer. Okay, hier habt ihr die Pokale zurück. Nein, nein, den kannst du behalten. Da steht, bester im Geschnapptwerden. Wir sind Siegerstein, ja. Wir stehen hier mit den Helden, die alle Pokale der Stadt gerettet haben. Wir haben eine Frage an euch. Wer seid ihr? Wir können's Ihnen nicht verraten. Wir sind die maskierten Superhelden. Und wir haben geheime... Ich bin Troy. Ich bin April. Marvin! Marvin, verwandle dich in einen Rennwagen. Schaut, Leute. Ich habe einen echten Rennwagen. Ich habe auch einen Rennwagen. Wo ist er? Na hier. Brumm, brumm. Ich habe auch einen Rennwagen. Versperrt die Straße. Marvin, verwandle dich in ein Känguru. Mein Auto könnte einfach drüber hüpfen. Könnte es nicht. Autos können nicht so einfach über Sachen hüpfen. Meines aber schon. Meines hat nämlich Roboterbeine. Mein Auto hat Einhornflügel. Oh, pass auf, da ist Lava. Muffin, verwandle dich in ein Raketenschiff. Mein Roboterrennwagen hat super Turbo-Raketen. Mein Einhornrennwagen hat ein magisches Horn. Es öffnet magische Portale. Mal sehen, ob ihr damit mithalten könnt. Raketen sind nämlich richtig, richtig schnell. Zurück, Marvin. Hey, Leute. Warum seid ihr denn zurückgeblieben? Marvin ist viel zu schnell für uns. Weißt du was? Warum kommt ihr nicht in Marvin das Raketenschiff? Wir können teilen.
Danke, Morphle. Es ist soweit. Mit dieser Erfindung wirst auch du dich verwandeln können. Genau wie Morphle. Cool. Ich bin eine Katze. Jetzt kannst du mich nicht fangen. Versuch mich jetzt zu fangen. Pterodactyl! Ja, gute Idee, Morphle. Lass uns Dinosaurier spielen. Ich weiß, welcher Saurier ich sein will. Der größte von allen! Wow! Der Argentinosaurier! Rutschen! Sieh dir meinen riesigen Schwanz an! Oh nein! Die Erfindung ist kaputt! Ich kann mich nicht mehr zurückmorphen! Professor Rashid! Ja, du hast recht. Ich muss zu Professor Rashid zurück. Aber ich bin so groß, ich komme nicht an den Bäumen vorbei. Morphle, Morphle in einen Kran. Ich habe die Erfindung kaputt gemacht und kann nicht mehr morphen. Kein Problem, das ist im Nu repariert. Mila! Morphe in Mila! Das können Sie zurückhaben, Professor Rashid. Ich überlasse das Morphen, lieber Morphle. Oh, wow! Ein Geschenk für mich? Du hast mir eine Muschelkette gemacht? Danke, Morphle. Du bist ein Schatz. Hast du das gehört, Pirat Phil? Das kleine Mädchen hat einen Schatz. Nein! Morphle! Morphle in ein Speedboot! Nein, der Schatz gehört uns. Warte, das ist ja bloß eine Muschelkette. Sieh mal, die Wasserratten Phil und Maurice haben einen Schatz. Den zeigen wir, wie man das macht. Hey. Die Luftpiraten wollen die Muschelkette. Sie muss wertvoll sein. Hol sie zurück, Pirat Phil. Morphle, Morphle in einen Drachen. Hey, das ist ja nur eine Muschelkette. Aber egal,
Wenn Phil und Maurice sie haben wollen, bekommen sie sie nicht. Sieht mal, diese Luftatmer sind hinter einem Schatz her. Aber wir sind die besten Piraten im Universum. Nein, wagt es nicht. Geschieht euch recht? Seepiraten sind die einzig wahren Piraten. Nimm das zurück. Du warst schon immer so. Ohne Innovationen wird unsere Branche niemals wachsen. Wer entscheidet, wer ein echter Pirat ist? Dein Partner hat nicht mal einen Piratenakzent. Wow, das war gemein. Lass uns nach Hause gehen, Morphe. Die sollen sich weiter streiten. Ich glaube, da geht es um viel mehr als nur um deine Muschelkette. Das nennt ihr ein Schiff? Ich lache über eure Technologie aus dem 16. Jahrhundert. Ah, ihr wollt also eine Schlägerei? Na, dann legt mal los. Ihr legt los. Lasst uns vertragen. Schau, Morphe. Bei meinen Reagenzgläsern, Hilfe! Die Weihnachtsgeschenkbanditen haben mit meiner Zeitmaschine einen T-Rex gestohlen. Wir sind nicht mehr die Weihnachtsgeschenkbanditen. Wir sind jetzt die Dino-Banditen. Morphe! Morphe in ein Polizeiauto! Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Jetzt ist es unsere Stadt. Na Jungs, willkommen zurück in meiner Stadt. Schau, Morphe, der T-Rex ist am Knie verletzt. Morphe, Morphe in einen Krankenwagen. In einen großen Dino-Krankenwagen. Ich glaube nicht, dass das groß genug ist. Morphe! Morphe in einen Kran! Tschüssi! Cheers, T-Rex!
Oh nein, ich komme zu spät zur offiziellen Bürgermeisterwahl. Morphe, Morphe in ein Auto. Oh, danke, Mila und Morphe. Mit diesem Zapper, den wir von Professor Rashid gestohlen haben, können wir einfach jeden in Tiefschlaf versetzen. Und während der Bürgermeister schläft, kann uns niemand davon abhalten, die Wahl zu gewinnen. Oh nein! Was jetzt tun? Ich habe eine Idee. Diese offizielle Kette geht an den nächsten Bürgermeister. Und wie jedes Jahr ist der einzige Kandidat der Bürgermeister. Aber wo ist er? Wir sind die neuen Bürgermeister. Die Bürgerbanditen. Verstanden, Stein? Mit uns als Bürgermeister gibt es kostenlose Computerspiele für alle. Ich bin es, der Bürgermeister. Wenn ich der Bürgermeister werde, verspreche ich, bekommt jeder Eiscreme. Kampagne ist toll, Herr Bürgermeister. Saubere Strände ist genau das, was diese Stadt braucht. Hä? Was ist das? Wir werden die Strände richtig sauber machen. Ups. Ups. Du musst ihnen helfen, ich meine, Herr Bürgermeister. Ich helfe euch. Mal sehen, was das Ding kann. Oh nein! Wow, das war großartig, Bürgermeister. Wow, der Bürgermeister pflanzt Bäume. Das ist, was die Leute wirklich wollen. Wir schneiden die neuen Bäume wieder ab. Ja, mit dieser großen Heckenschere. Bürgermeister, Sie müssen sie aufhalten. Wow, Sie haben uns schon wieder gerettet. Und die Wahl ist heute Nachmittag. Der Gewinner der Wahl und der neue Bürgermeister ist der Bürgermeister. Yay! Hab dich! Du bist dran, Daddy! Hey, Phoebe! Ich kriege dich! Wir spielen Fang! Sind sie? Hm.
Mila, Morphle, kommt raus, wo immer ihr seid. Wo könnten sie sein? Ich glaube, sie sind im Schlafzimmer. Sie verstecken sich unter dem Bett. Du bist dran. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Morphle, verwandle dich in einen großen Bagger.
Unser jährlicher Wasserballon-Strandburg-Wettbewerb fängt sogleich an. Kinder gegen Eltern. Auf die Plätze, fertig, los! Die Burgen sind fertig. Holt jetzt eure Wasserballons raus. Unsere Burg ist toll. Wir werden gewinnen. Ja, es sind nur kleine Kinder. Das war großartig. Die Kinder gewinnen diesen Preis. Gut. Glückwunsch, Kinder. Der Sieg war anständig und ehrlich. Lass uns in der Burg weiterspielen. Kann ich jetzt mal den Preis halten, Morphle? Schau, Pirat Phil, das ist ein Schatz. Na und? Na und? Wir sind Piraten, Pirat Phil. Und was lieben Piraten? Richtig, Schätze. Haha. Aber die haben eine große Sandburg, Pirat Maurice. Ja, aber wir haben eine Wasserballkanone. Aber keine Wasserballons mehr. Aber wir können die hier mit Wasser füllen. Ja, oder den. Ah.
runter. Pirat Phil, feuer die Wasserkanone!